Das sind Pilze. Nee, Knoblauch. Das waren Pilze und Knoblauch und Fleisch. Ein Berg Zwiebeln. Ich glaube, ich rühre das mal um. Das sieht nach einem Rezept aus. Und das ist unscharf. Wieso ist es unscharf? Das kann die Kamera nicht darstellen, wie scharf ich bin. So, hallo, guten Tag. Was machst du da? Moment, ihr müsst in den Kommentaren raten. Ich glaube auch, wollen wir das mal umrühren? Mit links, oh Gott. Ja. Ich hab den Berg geplättet. Dankeschön. So fleißig. Ja. Schon Auto auseinandergenommen. Ja. Und jetzt kocht er auch noch. Ja. Filettopf. Mit Schweinefilet, vielen Pilzen und dann Creme Fraiche-Soße. Aber. Freue ich mich schon. Fragt man mich, ich bin voll cool dann. Ich komme immer nicht zum Kochen, weil das da. Weil das da. Hallo. Weil das da eigentlich nicht schlecht ist, aber es kostet halt viel Zeit. Und jetzt habe ich Urlaub. Ein bisschen. Man kann ein bisschen für uns lecker kochen. Mhm. Ja, komm ich. Ja. Letztens gab es einen Rollbraten und heute gibt es... Boah, der war lecker, sag ich der euch. Der war mega gut. Boah, war der lecker. Der war echt gut. Das war der beste Rollbraten, den ich je gemacht habe. Das waren ja auch zwei zusammengelegte Rouladen. So aneinander gelegt und dann zum Rollbraten gemacht. Genau. Boah, war das lecker. Das war krass lecker, gell? So, jetzt haben dann alle Hunger. Wie geht's dir? Mir? Gut. Ich bin Wie ein bisschen... Mit Oskar? Gut. Ich bin ein bisschen traurig über deine Hose. Ja. Du wisst ihr, wie das passiert ist? Ich habe am Auto gearbeitet, ja. Sie schimpft ja immer, dass ich mit meinen tollen Hosen das mache. Aber ich habe halt keine Lust, mich umzuziehen in irgendeine ekligen, dreckigen, gammeligen Arbeitshose. Arbeitshose, genau. Also habe ich gedacht, ach, ich baue ja nur ein paar Scheinwerfer aus, also kann ich das anlassen. Und ich habe es so schön oben mit Action Cam gearbeitet. Und der Akku hält nicht mehr so lange davon, ne? Keine Ahnung, 5 Minuten oder so. Also, voll schlau, weil wir Powerbank dran an die Action gehen. Das war wirklich schlau. Das war wirklich schlau. Und dann, die hat er da reingesteckt, die Powerbank. Genau, die Powerbank war hier drin. Nicht die Powerbank ist kaputt gegangen, nicht das Kabel ist kaputt ja, Gott gegangen, sei Dank. Nicht die Action Cam ist ja, kaputt Gott sei gegangen, Dank. Sondern meine Hose, meine ja, super geile Hose okay, ist kaputt okay, gegangen. Okay, Gott sei Dank, du hast mich überzeugt. Ja, ich bleib irgendwie hängen oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie das passiert ist, ja, weil mit Kabel und so voll scheiße. Und dann, ich weiß nicht, irgendwie ist das Kabel wohl hier so hängen geblieben und das war das Geräusch, das ich gehört habe. Ja. Yeah. Es war kein Rülps, das war ein Naja, wurscht, kann man nähen. Mann oder Frau. Ja, ich weiß nicht. Keiner von uns beiden kann so wirklich richtig nähen. Ja, ich bin nicht gut. Ich kann es mal versuchen. Vielleicht geht es ja einigermaßen. So. Speck. Da kommt noch Speck rein. Geil. Es gibt nichts Geileres als Speck. Zwiebeln in Butter anbraten mit Knoblauch und Speck. Man könnte das pur essen, wenn man Schmeckt nach das? Geruch gehen würde. Also ja. Ja. So. Und schon zappelt das Baby. Ich muss eigentlich den ganzen Tag so hin und her schaukeln, ja, dass das Baby happy ist. Gott das sei Dank kann der Kamera. Kamera ein bisschen urteil. Da ist das ganze Dreckgeschirr. Ich filme mal das Essen weiter. Ja. Es ist gar nicht dreckig, es ist sauber. Das ist sauber, ja. Das da oben ist dreckig. Das habe ich morgen gemacht. Zwiebeln schneiden, mitbraten. Ah, jetzt brauchen wir die Brühe. Brühe. Wer hat Hunger? Meinst du? Ja. Wer hat Hunger? Ja. Anhalten, bis es anbrennt. Sieht doch schon gut aus. Ja. Ich wollte dich noch fragen, wie Weihnachten für dich war. Wie Weihnachten für mich war? Ja. Gut. Oh, wenn er so lange überlegen muss, dann nicht gut. Nö, eigentlich gut. Ich kann euch mal sagen, wie Xaoks Denkprozess abläuft. Das ist so, wie geht's dir oder wie war dein Weihnachten dann so? Ratter, ratter, was war schlecht? Ja, hm, es war nichts schlecht. Und dann kommt die Antwort, gut. Ja, ungefähr so läuft das tatsächlich ab, stimmt. Nein, war schön. Ja. Viel gegessen, noch mehr gegessen, noch mehr gegessen. Naja. Und noch mehr gegessen. Normal für Weihnachten gegessen. Nee, war schön.
Das war ja unser erstes Weihnachten mit dem Oscar. Ja. Und der hat so schön mitgemacht an dem, also gestern. Also er macht ja immer gut mit, aber... Das war vorgestern, genau. Aber ja, er hat schön mitgemacht und hat auch viele, viele Geschenke bekommen. Sehr viele. Also Klamotten und ja, Spielzeug und ja. So. Naja, aber ich finde, so wie du es jetzt gesagt hast, klingt es so, als hätte er wirklich sehr viele gekriegt. Er hat ein ganzes Einkaufszentrum hat er gekriegt. Quatsch. Ja, gut. Was hat er ja, drei Klamottenpaare und die leuchtenden Badeentchen. Oh, die hole ich gleich mal. Und habe ich was vergessen? Ja gut, einen trinkleeren Becher. Ein Trink? Ja, stimmt. Ja. Aber habe ich was vergessen? Nee. Das war jetzt nicht so viel. Nicht so viel, wie du behauptet immer, hast. Das klingt immer mehr als es ist. Ja, das reicht ja auch für so ein Kleid. Versteht es ja noch gar nicht mit Weihnachten. Das. Aber die Entchen fand er süß. Die Entchen fand er süß? Die finde ich auch süß. War lang beschäftigt. Wie fandest du es denn? Ich fand es auch gut, aber der Oscar erzählt gerade. Ja, hat seinen Namen gehört. Fand Weihnachten auch toll. Gell, die Omi war da und die Ur-Omi war da. Ja, genau. Ja. Okay, jetzt wird er munter. Jetzt wird er munter. Ja, ich fand's auch schön. Hat Spaß gemacht. War ja diesmal natürlich kürzer als sonst, weil wir rechtzeitig nach Hause mussten, weil er ins Bett musste, aber sonst... Ah, sonst, ja. Genau. So. Echt, Oskar? Ach so, ich soll deine Entchen zeigen. Er will, dass ich die Entchen zeige. Ich muss ja, die Entchen zeigen. Na du, hängst da hinten so rum. Soll ich deine Entchen zeigen? Ich nehme den immer gerne hinten im Tragetuch, wenn er nicht so gut drauf ist. Das beruhigt ihn dann, da ist er dann fröhlich. Und jetzt wird er fit. Ja, Oskar, du hast noch einen Zahn zu Weihnachten gekriegt, gell? Ja, der hat jetzt schon... Ein Zahn guckt ein bisschen weiter raus und der zweite kam jetzt an Weihnachten durch. Jetzt hat er schon zwei Mini-Zähnchen und die sind so scharf. Und das tut weh, gell, Oskar, wenn man die kriegt. So, ich zeig mal deine Entchen. So, das sind die Entchen. Die haben einen, kann man das lesen, einen Sensor. Wenn man die aufs Wasser setzt, dann fangen die an zu leuchten. Ich glaube, das geht hier auch. Oder auch nicht. Aber mit den Fingern geht das irgendwie. Ah, dann fangen die so an zu leuchten. Voll süß. Schau mal. Huch, das ist ein Entchen, das du zu Weihnachten gekriegt hast. Wie findest du es? Du willst die anderen auch haben? Habe ich mir gedacht. Du kannst ja eh nur eins nehmen. Da, schau. Ja, so. So. Alle drei. Oh, jetzt leuchtet's. Ja, das hätte ich mir denken können, dass du das Größte lieber magst. Wie sieht's hier aus? Oh ja, da sieht's schon gut aus. Guten Tag. Guten Tag. Sehr schön. Ich kann gleich essen. Wir haben seine Entchen geholt und gezeigt. Oh je. Was findet der Oskar sie immer noch gut? Ich glaube schon. Hat sie im Mund. Hat sie im Mund. Super, also. Passt alles. Dann schauen wir mal. Ente gut, alles gut. Ob er Lust hat, eine Runde zu spielen. Der Laufstall ist dafür da, dass die Hunde da nicht draufgehen auf das ganze Spielzeug. Schauen wir mal, ob du Lust hast. Bester Augenblick verpasst. Ja, übergekocht. Ein bisschen. Hehe. Ja, hält sich leider echt in Grenzen. Schade. Ich dachte, ich habe hier die Sensation des Jahres. Heißt? Jetzt gucken wir es noch an. Ja, genau. Okay, brauchen wir noch ein bisschen. Super. Ganz wichtig, das hat der Oscar noch bekommen. Ein Wolkenkissen. Oh. Voll süß. Jetzt muss ich noch waschen. So, jetzt muss ich noch ein bisschen angeben. Der putzt sogar nach dem Kochen. Ich wäre da viel zu faul dafür. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ich staune jedes Mal wieder. Damit das nächste Kochen sauber starten kann. Ich versuche halt immer möglichst sauber zu arbeiten, dass es nur auf dem Brett ist und so.
Ich bin jemand, der das Motto hat, da wo gearbeitet wird, fallen Späne. Aber ich räume danach die Späne normalerweise weg. Ja, voll cool. Schön. Manchmal sieht es danach sogar besser aus als vorher. Wenn ich davor da noch gearbeitet habe, gell? So ungefähr. So. Perfekt ist es auch nicht, aber... Leo, wie war eigentlich dein Weihnachten? Auch gut, gell? Gab viele Leckerlis. Oh ja. Amy? Amy, du sitzt auf Knazi. Wie war dein Weihnachten? Wie war's? Sie guckt. Auftischen! Yes! Essen ist fertig. Jawohl. Ja, muss noch abgießen, aber dann... Jetzt habe ich es ganz schlau gemacht. Jetzt habe ich den kleinen Spatz hier aus dem Tuch geholt, damit er mit den Enten spielen kann. Ja, genau. Er sagt's, ihr hört's. Er freut sich. Aber Essen gestaltet sich mit dir immer ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich jetzt hier Knazi stehen. Ich weiß nicht, wer Knazi kennt. Knazi, Moment, Knazi. Ja, das war jetzt noch harmlos. Xarok hat ja eigentlich einen neuen Stuhl. Sag mal, Xarok, wieso nennen wir uns eigentlich immer noch Xarok und Xialin? Das haben wir von dem Let's Play-Kanal so übernommen, weil das unsere Dingsnamen sind, aber eigentlich macht das hier gar keinen Sinn. Nein, wir müssen uns das echt mal angewöhnen, dass wir uns... Soll ich dich Benny nennen? Das ist auch komisch, gell, wenn wir uns Benny... Nö, wieso? Ja, weil ich dich selten Kerstin, komm mal her, nenne. So heiße ich aber, Entschuldigung. Ja, das schon, aber... Ja, aber eigentlich müssen wir das mal machen. Wenn ihr, sagt doch mal, wie ihr das findet, sollen wir uns Xarok und Xialin nennen oder sollen wir uns bei unseren richtigen Namen nennen? Ich meine, gut, der Kanal heißt halt auch Xarok und Xialin, aber ja, den können wir auch umbenennen. Ja. Wenn es wackelt, sorry, ich muss das Kind neu positionieren. Ah, die Kamera schafft das schon. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, ob wir uns bei unseren Nicknames nennen. Nicknames sind es ja nicht, aber... Oder bei den richtigen Namen und wie wir den Kanal nennen könnten. Ja, finde ich auch gut. Ich hätte ja schon gemeint mit Nachnamen. Die Hirsch. Die Hirsch. Genau. Was machst du da? Nein? Er sagt nein. Sein neues Hobby. Kopfschütteln. Wie viel magst du? Ja, nicht zu viel. So? Oha. Sparversion heute. Ja, ich kann ja dann noch nehmen. Die letzte Zeit isst sie immer mehr oder genauso viel wie ich. Ich habe Mittag gegessen, du nicht. Argument. Und es ist 17.44 Uhr. Das ist ein gutes Argument. Das akzeptiere ich, das lasse ich Geld für. Ich nehme dafür gescheit Soße. So, Amy, du musst leider aufstehen. Hopp. Dankeschön. Dann platziere ich mich mal mit Baby auf Knazi. So, Knazi, weil... Ey, wieso geht's jetzt nicht? Natürlich nicht. So. Oh, schön. So. Ich hab's vermisst. Essen. Na, schauen wir mal, vielleicht spielt er ja ein bisschen. Und ansonsten mit Baby auf dem Schoß immer schwierig. So, wenn wir Glück haben, spielt er ein bisschen mit seinem Entchen. Weil jedes Spielzeug wird nach relativ schneller Zeit langweilig, also brauchst du Neues und das ist ja noch neu. Das kenne ich. Lass dir schmecken. Du dir auch? Haben wir gut gemacht. Oh, ich muss noch was zu trinken besorgen. Wir sind keine Weintrinker, darum... Nee, deswegen Eistee. Prost. Prost. So, lecker war's. Ja, Dankeschön. Gut war's. Ja. Verabschieden wir uns mal ins Fresskoma. Ja, ich könnte jetzt schlafen. Ja, ich habe so viel gegessen, das macht gerade voll träge. Und jetzt kriegt der Oscar noch sein Brei. Und das war's dann für heute auch schon. Das war's dann schon für heute. Der Tag schon wieder so gut wie rum. Ja, so schaut's aus. Na dann. Zip. Praktisch. So, wie wird schwindelig?